Hallihallöchen, meine lieben Pixelfreunde, das ist das neue Format hier auf Retorix, und zwar Toonstruck. Ist früher sehr gehypt worden, habe ich als Kind auch sehr gerne gespielt, habe es aber auch dementsprechend nicht so verstörend gefunden, wie es eigentlich ist. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach an. Hallo? Malblock? Ja? Hier ist die Praxis von Dr. Stern. Ich wollte Sie nur an Ihren Termin morgen früh um 9 erinnern. Okay, vielen Dank. Mr. Block? Ja? Sie haben bereits dreimal einen Termin verpasst. Oh, ja, ich weiß. Das muss ich irgendwie vergessen haben. Tut mir leid. Sparen Sie sich Ihre Entschuldigungen. Wenn Sie morgen punkt 10 Uhr nicht hier sind, dann können Sie sich einen anderen Zahnarzt suchen. Ich verspreche, ich werde so pünktlich sein, dass ich alle meine Verspätungen wieder gut mache. Machen Sie, was Sie wollen, Mr. Block. Nur vergessen Sie nicht noch einmal den Termin. Ja doch, ich bin pünktlich wie ein Bäckerbursche, ich verspreche. Karl, wenn du pünktlich sein willst, wieso bist du dann nicht da? Ups, tut mir leid, Maxi. Ich dachte, du... wo soll ich denn pünktlich sein? Du hattest einen Termin bei Mr. Schmolz vor genau 10 Minuten. Ich bin erledigt. Zu meiner Zeit gab es für eine Verspätung bei Konferenzen mit Vorgesetzten sofort die fristlose Kündigung. Dass mir das nicht nochmal vorkommt. Ja, sicher, Mr. Schmolz. Es tut mir leid. Nun denn, Ihnen ist sicher klar, dass dieses Jahr der 10. Geburtstag der Fluffy-Schnuckelhäschen-Show stattfindet. Ehrlich gesagt reiten wir da schon lange genug drauf rum. Das Karnickel braucht neuen Schwung, braucht neues Leben, braucht eine belebende Spritze direkt in den Arm. Oh ja, natürlich eine Spritze. Ja, genau. Und da Fluffy Ihr Geschöpf ist, möchte ich, dass Sie persönlich ihr diese Spritze verpassen. Und zwar mit Ihren eigenen Händen. Vielen Dank, Sir. Also, ich sehe das so. Wir erschaffen eine ganze Schar fröhlicher, putziger Häschen, die mit ihr ins Scheinwerferlicht treten. Eine völlig neue Show. Und wir nennen sie Fluffy und ihre Freunde. Wenn ein einzelnes Hoppelvieh eine ganze Firma wie Sam Schmolz 10 Jahre am Leben erhält, dann muss eine Häschenherde doch eine Goldmine sein. 24 karottig. Verstanden? Ja, begnadete Idee, Sir. Genau das, was die Show braucht, Sir. Noch mehr... Häschen. Natürlich ist das eine begnadete Idee. Dafür bekomme ich ja auch die große Knete. Also, worauf warten Sie noch? Tun Sie was. Oh, noch eine Kleinigkeit. Ja, Sir? Ich will die neuen Figuren morgen früh als allererstes auf meinem Schreibtisch sehen. Und diesmal keine Verspätung. Verstanden? Morgen früh. Als allererstes. Ja, Sir. Okay. Hoppelhäschen. Noch mehr süße, nette, freundliche Hoppelhäschen. Häschen, die niedliche Sachen tun, Häschen, die lieb sind, nett zueinander und zu anderen. Das Frühwerk eines sehr jungen, sehr naiven Malblock. Der Junge, der die Welt im Sturm erobern wollte. Flax, du warst es, kleiner Freund. Die Flax W. Wildshow hätte wirklich was werden können. Wenn bloß... Ich muss mich auf Häschen konzentrieren. Hallo Kinder! Freut euch! Es ist wieder mal Zeit für die Flappy-Schnuckelhäschen-Show! Oh nein!
machst du überhaupt um 4 Uhr morgens im Fernsehen? Schon mit Zeichentrickfiguren. Das muss ein Traum sein. Ich muss wieder eingeschlafen sein. Oh, oh Gott, schlafen, mein Termin. Wach auf, mal, wach auf. Verdammt. Flachs? Mal? Flachs? Mal! Was machst du denn hier? Hör mal, Flachs. Ich kann nicht hier sein. Ich meine, ich kann nicht hier bleiben. Es stimmt so einfach nicht. Ich gehöre hier nicht her. Außerdem sitzt mir ein mörderisch wichtiger Abgabetermin im Nacken und ich werde wohl auch lebenslänglich in therapeutische Behandlung müssen. Also bitte. Klebt mir eine oder sagt, zu Hause ist es am schönsten oder irgendwas, was mich herausbringt, Flachs. Naja, ich meine, wenn dir so viel daran liegt... Willst du damit sagen, du weißt wirklich, wie ich wieder nach Hause kommen kann? Ach was, nein, ich finde ja oft selber nicht nach Hause. Aber ich kenne einen Typen, der dir vielleicht helfen kann. Sie sehen also, König Nick, euer Wunderbarkeit, mal muss wieder nach Hause. Können Sie ihm helfen? Ja, können Sie? Ach, du gute Güte. Du tust mir ja wahnsinnig leid mit deinem ganzen Ärger und so. Natürlich helfe ich dir, nach Hause zu kommen. Sag ich doch. Vielen Dank, Eure Majestät. Es gibt da nur ein ganz winzig kleines Problemchen. Ich erkläre es euch. Wir sind hier in Niedlingen. Hey, da oben wohne ich. Genau da. Das Trickreich ist eher so eine Art Irrenhaus vor der Küste. Aber für mich war es immer ein Zuhause. Zurück zu euch, euer Wohltätigkeit. Danke. Wie gesagt, wir sind hier in Niedlingen, der Heimat der fröhlichen, hilfreichen Niedlinger. Und natürlich ihres guten und gerechten Königs. Das bin ich. Wir waren alle so unheimlich glücklich, bis wir angegriffen wurden von einem sehr, sehr bösen Mann, Graf Widerlus. Ich mag noch nicht einmal ein Bild von jemandem sehen. Wer mag das schon? Widerlus ist der Herrscher des Übellands und seiner schrecklichen Einwohner. Er hat einen Übelator konstruiert. Hey, das Ding hat auf mich geschossen, jawohl! Eine schreckliche, fliegende Waffe, die Widerlus selbst erfunden hat. Der Übelator schießt mit einem kräftigen Strahl, der alles verdirbt, was er berührt. Und alles Süße und Niedliche in Finsteres und Hässliches verwandelt. Daher fürchte ich, Mr. Mal, dass wir erstmal deine Hilfe brauchen, bevor wir dir helfen können. Aber wie könnte ich denn da bloß helfen? Wie? Meine tapferen Spione haben die Baupläne von Widerlus böser Maschine beschafft. Mein königlicher Erfinder baut nach diesen Plänen ein Niklifizierer, ein Gerät, das den von Widerlus angerichteten Schaden rückgängig machen kann. Mr. Mal. Bitte, ich brauche deine Hilfe, um den Niklifizierer fertig zu bauen, damit Widerlus Schreckensherrschaft endet und die Welt wieder ein fröhlicher Ort wird. Und dann, das verspreche ich, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, dass du wieder nach Hause kommst. Keine Sorge, euer Gutmütigkeit, wir werden euch retten, nicht wahr, Mr. Mal? Klar, Eure Hoheit, ich bin froh, helfen zu können. Absolut hervorragend. Vielen Dank, Freunde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet und für mein Königreich. Bevor ihr das Schloss verlasst, schaut noch im Labor vorbei, damit mein Erfinder euch den Niklifizierer erklären kann. Und denkt daran, ganz Niedlingen verlässt sich auf euch. So, jetzt wisst ihr
ganz genau, was ich mit verstörend gemeint habe. Das ist doch der Schauspieler von Zurück in die Zukunft. Ist mir damals nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, ne? Das ist ein typisches Click-and-Point-Adventure der 90er. Jetzt gehen wir erstmal ins Labor 100 zum königlichen Erfinder Wirrwarr. Hallo? Hallo, wir suchen den königlichen Erfinder. Ach, wirklich? Ich suche nur meine Brille. Oh, naja, wenn du den Erfinder siehst, sag ihm bitte, dass wir ihn suchen, ja? Mach ich. Aber er ist im Moment sehr beschäftigt, weil er seine Brille verloren hat. Also, wo hab ich sie zum letzten Mal gesehen? Wo ist... Was ist denn das für eine Knalltüte, bitte? Ich hoffe, der Butler, der kann uns sagen, ein Butler hat sowieso immer die Übersicht, wo die Brille ist. Und dann merkt ihr auch erstmal die Ironie, die dieses Spiel überhaupt ausmacht. So, nehmen wir mal die Trophäe. Aua! Bitte berühren Sie die Pokale nicht, Gentlemen. Ich habe die ganze letzte Woche gebraucht, um sie abzustauben. Ja, das ist aber kein Grund, mich zu schlagen, du Fuß. Verzeihung, könnte ich Sie mal kurz sprechen auf ein Wort? Sicher doch. Welches Wort wäre Ihnen denn genehm? Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, wie wäre es mit Wiedersehen? König Nick hat aber eine Menge Preise. Sehr gut gemacht, Sir. Unglaublich scharf beobachtet. Aber wenn ich so offen sein darf, ich finde es etwas schwierig, Staub zu wischen, während ich eine so geistreiche und erhellende Konversation führen muss. Wenn es den Gentlemen also nichts ausmacht, würde ich vorschlagen, dass sie sich auf den Weg machen. Wohin auch immer. Hey, Moment mal! Was für ein Hinterwäldler sind Sie eigentlich? Zu Ihrer Information, Sir, ich bin ein Fußwäldler, wie Sie vielleicht sehen können. Es sei denn, Sie sind blind. Flachs, die Fußwäldler legen viel Wert darauf, keine Hinterwäldler zu sein. Was? Du meinst, als Hinterwäldler wäre er stattdessen ein großer Runder? Genau. Wir haben unten gerade mit einem Vogel gesprochen. Er schien irgendwie aufgeplustert. Ah, Sie hatten das Pech, Wirrwarr zu treffen, unseren königlichen Erfinder. Wirrwarr scheint da so ein kleines Problemchen zu haben. Sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten, Sir. Wirrwarr vermisst seine Brille? Ja, genau. Das stimmt. Ich vermute, in seiner Tasche hat er noch nicht nachgeschaut. Oh, habe ich nicht nachgefragt. Naja. Obwohl ich die Sorgen des königlichen Erfinders wirklich höchst faszinierend finde, Sir, würde ich meine Energie in Zukunft doch lieber auf wichtigere Angelegenheiten konzentrieren. Auf den Zustand der königlichen Pokale beispielsweise. Das muss eine schlimme Zeit für König Nick sein. Widerlust treibt sein Unwesen. Niedlinge werden reihenweise niedergemäht. Seine Pokale setzen Staub an. Ja, allerdings. Es ist schrecklich, seine königliche Hoheit so unglücklich zu erleben. Jede Nacht ziehe ich seine wertvolle königliche Spieluhr auf. Dann spielt sie ihr süßes Schlaflied. Und erst dann findet mein armer König Ruhe. Träumen Sie schön, eure königliche Schlummrigkeit, flüstere ich sanft, während ich seine Hoheit zudecke. Die Pflichten eines Butlers. Aber das können Sie nicht verstehen. Wir müssen jetzt leider wieder in den Sack hauen. Oh, bitte, Sir. Dann lassen Sie sich nicht aufhalten. Hauen Sie ruhig in den Sack, Sir. In den Sack werden wir auf jeden Fall hauen, aber das, was du über König Nick erzählt hast, das war... ja, ein bisschen verstörend. Okay, mit welchem Elan, würde ich sagen. Okay, Flaxi, rutscht du runter. Ich finde ihn so süß, aber der hat faustdick hinter den Ohren. Und jetzt werden wir Wirrwarr mal erklären, wo seine Brille ist. Wirrwarr? Sag mal, deine Brille, ist die zufällig in deiner Tasche? Woher soll ich denn das wissen? Ach, ich wünschte, ich hätte sie jetzt endlich.
Ich glaube, was Mal meint ist, schau doch mal in deiner Tasche nach. Oh, okay. Meine Brille. Wer die da wohl hingetan hat? Sagt mal, kenne ich euch? Ich bin Mal und das da ist Flachs. Wir sind Freunde von König Nick. Wir sollen dir mit dem Niedlifizierer helfen. Wunderbar. Willkommen in der Niedlichmannschaft. Wartet, ich zeige euch mal, woran ich gerade arbeite. Gentlemen, das hier ist die Blaupause für Viderlus Übelator. Also, ihr seht diese 12 Gegenstände, die hier innen am Schiffsdeck montiert sind? Das Eis, den Wal und so weiter? Nun, diese Dinge liefern Viderlus die Energie für seinen Übelatorstrahl. Wir brauchen ebenfalls 12 Gegenstände als Kraftquelle für den Strahl an unserer Maschine. Aber bis jetzt habe ich nur einen finden können. Och, die Suche nach den fehlenden Sachen sollte ja nicht allzu lange dauern. Wir haben ja schon den Bauplan. Da wissen wir doch wenigstens, wonach wir suchen müssen. Nicht ganz so leicht. Wenn wir die gleichen 12 Dinge benutzen, wird ein zweiter Übelator draus. Ist doch logisch, oder? Was wir brauchen, sind 12 andere Gegenstände. Sachen, die sich deutlich davon unterscheiden. Also Gegenstände, die einen anderen Effekt bewirken. Ah ja, klar. Du sagtest vorhin, du hättest schon einen Gegenstand, der funktioniert? Ja, genau. Hier, schaut noch mal auf den Bauplan. Das Einzige, was bis jetzt zu funktionieren scheint, ist Zucker. Es klappt, wenn ich ihn genau hier montiere, wo bei der Maschine von Viderlus die Würfel sitzen. Aber warum? Ich habe keine Ahnung. Tja, Wirba, wir machen uns besser auf den Weg. Je eher wir die fehlenden Teile finden, umso besser für uns alle. Wartet! Ihr werdet die Baupläne des Übelators brauchen. Wo habe ich sie doch gleich? Du hast sie in der Hand, Wing Commander. Oh. Das erinnert mich noch an was anderes. Ich wollte euch doch noch was Hilfreiches mitgeben. Einen bodenlosen Beutel, in dem ihr die ganzen Teile transportieren könnt. Vielen Dank, Wirwa. Hervorragend. Und bitte lasst euch ab und zu mal wieder hier blicken. Wir können dann mal verschiedene Teile in den Niedlifizierer einsetzen, um zu sehen, ob sie funktionieren. Oder wir reden einfach nur ein bisschen. Okay? Okay. Ich danke euch, meine neuen Freunde. Und viel Glück. Genau. Hallo, Wirwa. Wer ist dieser Wirwa? Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann ihm ums Verrecken kein Gesicht zuordnen. Er ist du. Wer ist wer? Du bist Wirwa. Ach ja, natürlich. Ich bin ja Wirwa. Hödihö. Habt ihr 2 Schnabeltassen vergessen, wer ich bin? Stöhn. Seufz. Sag mal, Wirwa, kannst du uns sonst noch etwas über unseren Auftrag erzählen? Oh, hätte ich fast vergessen. Ich will euch ja keine Angst machen, aber es existiert eine entfernte Möglichkeit, dass Viderlus eure Einmischung in diese ganze Geschichte als leicht irritierend empfindet. Ha, ha, ha. Das ist ja so, als bezeichne man Cyanid als unbekömmlich. Tja, vielleicht. Aber da er nur selten sein Schloss verlässt, dürfte er kaum ein Problem darstellen. Aber König Nick wollte trotzdem, dass ich euch warne. Und zwar vor diesen dreien. Feedback, Goggles und Lagnat. Oh, die Schläger von Viderlus. Schlecht, ganz schlecht. Genau. Wir werden unser Bestes tun, ihnen auszuweichen. Tschüss, Wirwa. Flachs und ich suchen noch ein paar Teile für den Niedlifizierer. Mach du so lange ruhig weiter mit, mit dem, was du so machst. Okay. Jo, und wenn euch das neue Format gefallen hat, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr und bis zum nächsten Mal.